So, hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Nebenprojekt, neben Final Fantasy 9, damit ihr auch was anderes zu sehen bekommt. Weil auf die Dauer wird es ja auch ein bisschen müßig. Und ich dachte mir, warum spiele ich nicht einfach mal Aladdin? Auf dem guten alten Super Nintendo. Ist ein kleines, kurzes, feines Rollenspiel sage ich schon, Jump'n'Run natürlich. Geht auch recht fix von der Hand, also ist nicht so schwer. Eben was für zwischendurch. Ja, zur Story, man spielt halt Aladdin. Also wer das Spiel echt, weil wer das Spiel nicht kennt, der hat echt was verpennt. Also ja, man spielt Aladdin und ja, man ist halt ein Tugenichts, ein kleiner Bettlersohn aus Agrabah und er bekommt die Chance, etwas ganz Großes zu leisten. Halt wie Rocky, nur anders. So. Diesen Skarabäus brauchen wir, um das Bonus-Game am Ende eines jeden Level zu schaffen, beziehungsweise zu bekommen. Ansonsten, was gibt es hier noch zu erklären? Eigentlich gar nichts. Man kann mit Äpfeln schmeißen, was ziemlich lustig ist, weil die Leute dadurch benebelt werden. Weil an apple a day keeps the doctor away. Und natürlich werden wir begleitet von Abu. So, wir sehen nun das erste Bonus-Game. Gut. Natürlich ist es das Beste, wenn man einen Genie bekommt. Aber das kann man ja nicht wirklich beeinflussen. Also ich konnte es zumindest noch nie beeinflussen. Mal gucken, was wir kriegen. Mhm, zwei Ups. Ein Up. Ein Herz. Ein Stern. Zwei Leben. Komm, einmal noch. Und wir haben echt Genie gekriegt. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es war. Was war denn das? Aha. Ach, noch ein Herz. Das ist ja... Das ist ja wunderbar, das ja klappt ja wie am Schnürchen. Gut, weiter geht's, Level 2. Und ja, alles wie gehabt. Gut, Äpfel, ja, soll ich einsammeln? Na komm, kann ja nie schaden. Ich bin ja der größte Äpfelverschwender auf dieser Seite der Erdkugel. Oh mein Gott! Ist da oben noch etwas? Okay. Nee, da ist nur so ein Typ mit Pfeil und Bogen. Dann wollen wir hier... Oh. Komm. So. Und zack. Ohne deren Fässer sind die echt machtlos. Und zack, von hinten. Okidoki. Ich habe schon zwei Herzen verloren. Das ist nicht gut. Und ein Level-Up, sage ich schon. Ein Lebenspunkt. Leben. Ein Leben. Mein Leben. So. Aber das Level ist gleich vorbei, also... Nicht verzagen. Einfach mal Aladdin fragen. Diesmal kein Bonus-Game. Ich weiß gar nicht, ob es in jedem Level echt ein Bonus-Game gibt. Ein Leibesbrot oder ein Leibbrot und wir springen hier rauf. Abu ist natürlich etwas fixer als wir, das hier. Das ist ja wohl klar, weil er kann ja halt klettern wie ein kleines Äffchen, weil er ein kleines Äffchen ist, ne? Das war wieder nicht gut. Aber naja, irgendwo hier war noch ein Leibbrot. Wusste ich doch. Da unten ist ein Leben. Soll ich mir das Leben... Ja? Oh. Komme ich da von da besser ran? Ich weiß nicht. Ich versuche es nochmal von hier. Okay, von hier klappt es wohl nicht. Oh, das... Ach, ich versuche das gar nicht. Oh, Hilfe. Gut. Oh. Komme ich da nicht hoch? Scheinbar nicht, okay. Naja. Boah. So, wir gehen einfach mal weiter hier so. Springen auf diese Plattform, denn die sind sicher. Oh mein Gott. Und hier rutschen wir einfach mal runter. Moin. Ich sehe noch ein Stück Brot drin. Oh, da war ein Hähnchen drin.
Und wir lassen den Typen einfach mal am Leben und fliehen. Und Level abgeschlossen. Kein Thema. Alles im Lot. Und, oh, das ist das letzte Level dieser Welt, sage ich mal, einfach. Es gibt hier halt verschiedene Abschnitte. Und wir waren halt hier auf dem Weg. Oder hier, unser Siegeszug durch Agrabah, so sieht's aus. So. Und ja, am Ende von diesen, oder jeweiligen Abschnitten, gibt's halt so einen bestimmten Boss oder halt so einen speziellen Gegner oder spezielle Passage, ihr wisst, was ich meine. Hier ist zum Beispiel der Typ mit dem Schwert. Das war dieser Obstverkäufer. Man erinnert sich aus dem Disney-Film. Oh mein Gott. Und man kann ihn echt nur angreifen, wenn er hier so sein Schwert schwingt. Ey, das war jetzt... Das war ein bisschen fies. So, komm. Ich weiß gar nicht, wie oft man ihn treffen muss. 5? Kann es sein? 4, okay. So. Komm mal, Bu. Wer bist du denn? Hat sich Aladdin einfach mal so eine Braut geklärt. Einfach so. So. Glückwunsch. Jin, Abu, Aladdin und der Sultan. Gemeinsam fliehen Aladdin und Jasmin aus dem Palast des Sultans und suchen Schutz in Aladdins Haus hoch über den Dächern Agrabahs. Sie reden über ihre Liebe und einer gemeinsamen Zukunft, doch die Wachen des Sultans reißen die beiden aus ihren Träumen. Aladdin wird eingesperrt und Jasmin zu ihrem Vater, dem Sultan, gebracht. Okay, doki. Aladdin wird in das dunkelste Verlies des Palastes gesperrt. Doch sein Herz und seine Gedanken sind nur bei der lieblichen Jasmin. Ein kauziger alter Mann taucht plötzlich auf und verspricht Aladdin die Freiheit, wenn er ihn in die Höhle der Wunder begleitet. Froh dem Kerker zu entkommen, weiß Aladdin nicht, wer der alte Mann wirklich ist. Hinter der Verkleidung steckt der böse Magier Jafar. Okidoki, wir sind jetzt hier in dieser Höhle der Wunder. Hier mache ich einen kurzen Schnitt und diesen Abschnitt sehen wir im nächsten Video von Aladdin. Also, bis dahin. Oh, haut rein!